Grüße, jo. Montag. Ja, Montag. Erst muss der Prüfbericht, warum? Weil ich gefragt wurde wegen ein paar Titeln und ja, es war nicht der schlechteste Tag zum Arbeitsbeginn, aber ich möchte wenigstens ein bisschen was weiterbringen. Also erst muss der Prüfbericht für, ich sag mal 5, ich weiß nicht genau, ich werde wahrscheinlich 3 Videoblöcke davon machen. Dann habe ich so 15 Serien herum und dann habe ich glaube ich die größten Sachen abgeklammert. Falls da noch was offen ist, einfach sagen, einfach fragen. Dann mal sehen, ob ich was mache. Oh Mann. Ah, und dann nehme ich gleich, wow, dann nehme ich gleich den vollen Hatersturm auf mich wahrscheinlich, weil, wow, ich nehme natürlich wieder mal etwas, was natürlich automatisch hier bei uns als Simulcast auftaucht. Weil ich hab's zuerst nicht beachtet, dann wurde mir darüber gesagt, dass ich es mir anschauen soll, dann hatte ich nichts Besseres vor, jetzt habe ich mir die Folge schon zum dritten Mal angeschaut und ich habe immer noch keine Ahnung, was ich darüber denken soll. Auf jeden Fall nichts Positives, aus irgendeinem Grund. Obwohl ich kein Problem damit habe, im Großen und Ganzen. Und das wäre dann Yuri Kuma Arashi. Ich habe keine Ahnung, wo ich da mal anfange. Wenn ich den Artstyle beschreiben dürfte, ist es irgendwo. Und wenn ich das Ganze mal. Wenn ich mal alles einfach und auf einen Nenner bringen müsste, ist es irgendwo zwischen Cutie Honey und Revolutionary Girl Utena angelegt, okay? Es ist dieses typische Girl meets Girl Love Story Geplänkel. Kein Problem damit. Aber das Setting ist. Ich habe das gehört, von dem, was ich zuerst gesehen habe. Ich habe es ja auch, glaube ich, in dem. Ja, ich habe es. In der Vorschau zu der jetzigen Winterseason erwähnt. Ich dachte, es wäre eher so eine typische Schulstory mit Jagd auf einen Clown, weil so hat es halt auch den Eindruck zuerst gemacht und jetzt sehen wir, das ist einfach nur so eine richtig schöne I don't know what Geschichte ist. Vor allem, du merkst, und das ist ein Original Work von Silver Line, die haben einige recht knuffige Animes hinter sich eigentlich und ich muss echt sagen, hier wow, haben sie einen Bock zum Gärtner gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf das Ding gekommen sind. Aber das Ding ist so konfus in sich selbst, schon in der ersten Episode. Und ich rede jetzt von dieser Art von Serien, die ich in der ersten oder zweiten Episode verwirren, dass du dann irgendwie und dann von dort aufbaue. Nein. Die Schnitte, die Szenenaufbaue und so weiter, ist alles extrem durcheinander. Du hast ein eigenes Schnitt, irgendwas anderes passiert, Schnitt, etwas anderes passiert. Okay, die Grundstory ist das, nachdem ein Komet auf die Erde gefallen ist, haben Splitter Bären dazu gebracht, aufrecht zu gehen und Menschen zu fressen. Die Menschen hat sich dadurch gewehrt, eine Mauer aufzuziehen und sich von den Bären abzuhalten. Und allein da fangen schon diverse komische Sachen an, weil der Arzt dann ist irgendwie knuffiger, aber sie wollen es irgendwie dramatisch rüberbringen. Vor allem, sie müssen wirklich, was in Cutie Honey auch vorkommt, ist Kuma Shock! So, fast wie einem gesungenen Sting in der Serie mehrfach, obwohl, ich glaube, nie was wirklich passiert in dem Sinn, während dieses Stings. Und das kenne ich noch aus Cutie Honey eben, deswegen bin ich in diese Richtung gegangen zuerst. Und es ist so, Bären haben anscheinend über die Zeit entwickelt die Möglichkeit, sich wie Menschen aussehen zu lassen, also sich zu tarnen. Und zwei Bärenmädchen infiltrieren dann also eine Mädchenschule und um dort eben Menschen zu fressen. So, okay, der Artstyle passt nicht ganz zusammen mit dem, was sie machen. Und sie machen das auch irgendwie so auf diesen extrem Pseudo-Artstyle. Und wirklich sieht, hier ist wirklich nur Artstyle drinnen, weil yeah, das war das Billigste, was wir machen konnten, ohne dass wir uns irgendwas einfallen hätten lassen. Und damit habe ich echt Schwierigkeiten, weil du siehst ganz genau, dass hier irgendwie einfach nur irgendwas an die Wand geworfen wurde, was stecken bleibt, was kleben blieb, wurde dann zur Geschichte verarbeitet. Vor allem, sie machen irgendwas falsch, weil es kommt zu ein paar Szenen, wo eine Schulkollegin anscheinend gefressen wird. Das haben wir in der ersten Episode nicht ganz gesehen. Weil sie anderen von Menschen fressen reden. Aber das einzige Mal, wo sie einen der Hauptcharaktere dann zu fassen bekommen, wird so eine komische Fantasy-Szene abgespielt, wo aus ihr eine Lilie aufsprießt, aus ihrem Oberkörper. Nicht direkt aus der Brust, nicht aus dem Magen, sondern irgendwo oberkörpermäßig. Und die Bären dann einfach den Honig davon lecken.
sexuelle Anspielung par excellence, okay, damit kann ich leben. Nur eben Lilien in dem Verhältnis, so wie sie hier gezeigt wird, oder Lilien im Allgemeinen, sind eigentlich ein Zeichen für die männliche Jungfräulichkeit, die männliche Unschuld. Das kennen die, die sich beschäftigen. Ich meine, die heutige Jugend nicht mehr, aber wenn ihr mehr so Boy-Love-Romanzen-Geschichten kennt und die ganzen Schmafu, den und dann Tokyopop auf die Menschheit loslässt, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn es um Mädchen geht, Rosen, okay? Wenn es um mehr so etwas Prinzen-Fey-artiges, mäßiges geht, also Fey immer so im transsexuellen Sinne, geht es auch noch in die Rosenartigen, aber sobald es dann wieder an Boy- und Boy-mäßige geht, geht es in die Lilienrichtung. Das haben einige bei der Artwork auch schon oft gesehen, hoffentlich. Das ist Bildsprache. Dafür ist Anime und Manga sehr berühmt eigentlich, was war die meisten anscheinend. Und hier haben sie einfach so, wenn man es bildsprachlich so dekonstruiert, haben zwei Bärenkostümmädchen. Okay, also cosplaymäßig ist da sicher einiges drin, aber definitiv schon, wenn nicht gecosplayt wegen der Story. Weil da ist noch keine Story wirklich in dem Sinn. Weil es sind zwar, Plot ist da, aber nichts anderes. Und selbst der ist konfus und zerschnipselt bis zum geht nicht mehr. Und es ist einfach dieses, es fühlt sich an, wie so einige, vor allem Sachen in den 90ern rauskamen, wo sie irgendwie nicht wussten, wie sie aus den ganzen Schnipseln der Serie machen konnten, falls einmal irgendwo eine Produktion schief ging und so weiter. Da gibt es einige gute Beispiele dazu. Habe ich aber schon oft erwähnt, aber. Und hier ist es wirklich so, du siehst, dass hier Arbeit drinnen war, aber irgendwie wurde dann irgendwie aufgegeben. Schon am Anfang. Ich habe keine Ahnung, wo es mit. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal genau anschauen, aber. Laut der Bildsprache haben zwei Bärenkostümmädchen eine Frau männlich entjungfert. One of these things is not like the other. One of these things doesn't belong here. Entweder ist es ein totaler Psychotrip in irgendeiner Form oder jemand hat überhaupt keine Ahnung mehr, was er hier eigentlich macht. Abgesehen davon, dass ich persönlich finde, dass die Animation nicht wirklich schön gemacht ist an einigen Stellen. Du siehst ein paar nette Animationsteile hier und da, aber der Großteil ist ziemlich überladen. Fast schon. Du siehst einen Haufen Artstyle und oh, und schau wie pompös hier und pompös da, aber es ist im Essen ein Gemisch aus Farben und Formen. Und ich sagen muss, du merkst wirklich, dass hier wieder jemand wirklich quasi Arbeitsverweigerung tarnen will und deswegen bin ich mir sehr und natürlich wird ausgerechnet sowas natürlich bei uns im Simulcast gebracht. Ich würde echt mal fragen, wie das zustande kam. Wenn das wieder so heißt, oh, das ist eine Lizenz, die wir haben mussten, um eine andere Lizenz zu bekommen, und sagen, wow, Milchmädchenrechnung. Ich meine, jetzt sagen, bis auf die Kostümdesigns okay, vielleicht noch. Aber wirklich vom Story-Inhalt und von den Charakteren her muss ich echt sagen, schwach vom Schwächsten und das nur lauwarm. Und wie gesagt, ich warte noch ein, zwei Folgen ab, aber wenn dann nicht wirklich irgendwas Interessantes passiert, lasse ich die Serie einfach links liegen, weil das würde ich dir niemanden anraten. Wow. Strange ist, einfach nur strange sein ist strange sein, ist es okay, lass das Lady Gaga machen, okay? Aber und da ist es nicht einmal mehr lustig, da ist es auch schon ausgeleiert. Und das wirkt hier ausgeleiert. Das wirkt hier einfach nur so quasi fantasieloses, ich will so quasi Kunst des Kunstlosen, so Gagaismus wirkt das Ding hier. Ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wenn ich das jemandem empfehlen müsste oder sollte, ich wüsste nicht wem. Es spielt auf einen knuffigen Stil hin und dann wirst du doch trotzdem brutal sein. Du wirst irgendwie so eine Romantikgeschichte haben, aber das geht auch nirgendwo hin. Du hast irgendwie so psychedelische Sachen drinnen, die nirgendwo hinführen. Sachen werden erklärt und dann gleich wieder, oh, die Mauer wurde gebaut, dabei wird sie noch gebaut. Oh, keine Bären, jemals ist ein Bär rübergekommen, da sind ein Haufen Bären. Ich kapier's nicht. Beim besten Willen, ich habe keinen Plan, was ich von dem Ding halten soll. Wahnsinn, ich rede eh schon viel zu lange darüber. Und ehrlich, wow, da wäre eine Diskussion fällig. Wow. Okay, dann der zweite Anime. Oh, das ist was für die wirklich
Liebhaber des Bunten und des Grotesken, in gewisser Weise, vor allem wenn du so Fan von Furikuri bist und in dieser Richtung vor allem. Das wäre dann Rolling Girls, nach dem großen japanischen Krieg, nein, den großen Tokio-Krieg, Entschuldigung, haben sich sämtliche japanische Städte in Stadtstaat, also in richtige Staaten umgewandelt. Und die werden dann von solchem Propheten namens Mossa dirigiert und die Armee dazu heißt Mob. Es ist so eine Art Gangstergeschichte, wo die einzelnen Gebiete in Japan zu eigenen Staaten geworden sind. Und dann gibt es eben diese Rolling Girls, die von Stadt zu Stadt ziehen und dort quasi Konflikte schlichten, so Superhero-Style. Sowas ähnliches hatten wir ja schon in einigen Sachen zum Beispiel, auch hier bei uns schon ein paar Sachen. Und es ist bunt, es ist saubunt. Ein paar richtig gute Anspielungen, ein paar richtig gute In-Jokes drinnen. Also wenn du was Buntes suchst mit Sentai-Anspielungen, wow, auf der was derberen Art, und vor allem wenn du wirklich mal was suchst, was du auf einer Con wirklich mal die so, also wenn dir Deathpool zu dröge und zu banal wird, kannst du Rolling Girls anschauen, okay? Das ist quasi die Alternative zum Gender Cross weiblichen Deathpool, kannst du hier machen, weil hier hast du wirklich hier definitiv Charaktere, den wow, das dürfte eines von diesen lustigen Dinger sein. Hat aber auch schon eine deutsche Lizenz bei Kase. Das heißt, für mich wieder mal Lizenzierung außerhalb, da es Gott sei Dank auf Animation zu haben ist. Obwohl hier wäre es sogar fast anhörbar, weil hier müssten sie sich nicht einmal Gedanken machen um die Synchro. Weil die japanische Synchro als solches ist auch schon ziemlich schräg und aber gerade da, wo sie sich nicht anstrengen müssten, einfach nur wirklich schräge Laute rauslassen müssten, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie wahrscheinlich die langweiligsten Synchron-Sachen raushauen. So wirklich dieses typische Zettel vom Gesicht, oh mein Gott, ich glaube, wir sterben da bald. Das war jetzt fast ein bisschen Schettner. Auf jeden Fall, sehr bunt, sehr unterhaltsam, oh Mann. Wenn du auf bunt und wild stehst, hast du hier, und wenn du so Sachen wie Furikuri und so machen, es hat diesen wirklich etwas groberen Style, vor allem was die Kämpfe angeht, aber ein paar nette Ideen dabei. Lustige und sehr sympathische Charaktere. Meine Empfehlung auf jeden Fall, damit wir wieder auf die positivere Seite kommen. Wie gesagt, es hat eine deutsche Lizenz bei Kase Deutschland, also wirst du es auch hier bei uns zu kaufen bekommen. Ob du das dann willst, ist dir überlassen. Hier war Werbung. Okay? Dann, das was auch schon bei ein paar Leuten von meiner Richtung aus angekommen ist. Maria the Virgin Witch. Okay, auch auf Japanisch. Junketsu no Maria. Ich warte nur so drauf, dass da wieder irgendjemand sagt, dass irgendwie was richtig Bescheuertes zu dem sagt. Darauf warte ich wirklich, weil, oh, das wird einigen wieder quer im Magen liegen, wieder mal. Was? Das heißt nicht das, was soll das? Okay. So heißt es, okay? Junketsu no Maria, okay? Maria the Virgin Witch, okay? Extrem gut animiert für die erste Episode, gebe ich offen zu. Du hast dieses typische... Oh. Es gibt Hexen, es gibt die katholische Kirche. Oh, nette kleine Reibereien zwischen den Königreichen, wieder einmal. Ist alles ziemlich feudal und ziemlich europäisch angehaucht, okay? Und Hexen werden vom ländlichen Volk immer noch angefragt um Hilfe für medizinische und andere Sachen. Und es gibt eine Menge anscheinend davon, weil ich habe hier ja schon einiges in der ersten Episode laufen, am Schluss ja einige von den Mädels herum. Nette Designs, einige wirklich fragwürdig, ob man das cosplayen kann. Werden sicher einige. Oh man, in Amerika werden das sicher einige cosplayen. Da sind einige wirklich Bondage-Sachen dabei. Warum auch nicht? Auf jeden Fall ist es wirklich so eine. Es ist wieder diese typische Fast-Sitcom-artige Geschichte von Hexen sind eigentlich hässlich. Das wird auch immer erst im ersten Teil der ersten Episode wirklich gut rübergebracht als Comedy-Gag, quasi Maria als alte Frau verkleidet, um die Bewohner im Dorf ein bisschen zu täuschen, dass sie ihr nicht zu sehr auf den Sack gehen.
sind ein bisschen einen mürrischen Charakter, aber knuffig und niedlich, auf jeden Fall. Also, das wird definitiv noch lustig werden. Mehr werde ich dazu auch, glaube ich, nicht mehr sagen, weil es ist auch nur wirklich so quasi, oh, sie gibt die Unterstützung bei einem Kampf ab in Bezug auf, ein kleines Mädchen bittet sie, auf ihren Vater aufzupassen. Macht sie dann auch, ein bisschen extrem. Aber klassisch hexenartig, okay, passt schon. Nicht Bibi Blocksberg, okay, oh Mann. Auf die Memes bin ich noch gespannt. Doch, die kommen. Oh, die kommen. Oh. Oh, oh, doch, doch. Wenn sie nicht kommen, mache ich welche wahrscheinlich. Keine Ahnung, wow. Auf jeden Fall, schön anzuschauen. Geiler Wort jetzt gegen Ende, jetzt wirklich derb gegen die katholische Kirche. Woo. Da kommen Kommentare auf. Wow. Wie gesagt, das lasse ich so im Raum stehen. Wow, leider eben natürlich keine deutsche Synchronisation dazu. Aber in Großbritannien und Amerika bei Funimation, also Import. Yes. Also, erste Episode hat mir sehr gut gefallen, darf ich echt nicht sagen. Und es wurde ja auch schon von mehreren Leuten angepriesen, darauf warten ja einige so. Vor allem so in Richtung Meso und Manga haben wir ja schon oft darüber diskutiert gehabt. Und ja, bin doch recht angetan. Es ist auf jeden Fall definitiv beim Kauf sicher sein Geld wert, okay? Und wie gesagt, Import ist heutzutage nicht mehr ganz das Problem, weil man ja auch einige schon über die Amazon-Bestellungen hier bei uns in Deutschland ohne einen extra Account und Kreditkarte auch hier bei uns bekommt, zu vernünftigen Preisen. Ein bisschen teurer wahrscheinlich wegen Import, aber das kann man umgehen, wenn man sich eine Kreditkarte holt, der dem mächtig ist und das Ganze dann über die UK-Seite dann führt. Man muss ein bisschen aufpassen wegen dem Wechselkurs und so weiter, aber wenn man da ein bisschen rechnet, kann man doch einiges sparen, finde ich. Dann, oh ja, darauf warten ja einige. Wow, Assassination Classroom. Ehrlich, ich werde mir jetzt wirklich und ja, hatte ebenfalls eine Lizenz als Simulcast auch schon bei Peppermint Anime. Wieso bin ich da fixen Meinung, dass der erste Anime, den ich jetzt erwähnt habe, und dieser irgendwie zusammenhängen? Warum? In Bezug auf, wie kam es zu der einen Lizenz und wie kam es zu dieser Lizenz. Bei dessen Assassination Classroom bin ich wirklich sehr angetan, weil du hast wirklich ein, sagen wir mal so, nicht Alien, okay, obwohl es als Alien bezeichnet wird, okay, den sie dann in der ersten Episode auch gleich nennen, Kuro-Sensei, okay, ein fetter Smiley-Tentakel-Klops in Robe und Studentenmütze unterrichtet eine Klasse, die nebenbei versuchen soll, ihn innerhalb eines Schuljahres umzubringen, weil er sonst die Welt zerstört. Ich glaube, dazu wurde bereits schon an mehreren Ecken genug gesagt. Umsetzungsmäßig wirklich anschaubar. Animationstätig sehr schön gemacht. Gute Witze, also wirklich. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, weil einige gesagt haben, oh, er ist so ein Arschloch zu seinen Schülern. Finde ich gar nicht einmal. Er ist derb, aber er nimmt das, was er macht, wirklich ernst und er nimmt das alles mit einer dermaßigen Lockerheit hin, das ist wirklich schon Monty Python fast, okay? Weil er so unbesiegbar ist, dass niemand ihm was tun kann, aber er wirklich daraus einen Witz macht. Raketenabfangjäger, okay, jagt ihn und weil er nichts mehr zu tun hat, fängt er ihn an zu putzen. Einfach nur so. Da sind diverse Witze drin, okay? Die man wirklich sagen kann. Wow, okay. Du hörst hier definitiv irgendwas von den Monty Pipers im Hintergrund spielen, musiktechnisch. Würde nicht falsch gehen, okay? Und das ist extrem gute Situationskomik und Kommentarkomik an solchen und so weiter. Vor allem mit den ganzen Schulkollegen und so weiter, die was dabei sind. Bin gespannt, wie das. Also den Manga hole ich mir sicher mal deswegen. Einfach nur deswegen, weil ich schon die erste Episode geliebt habe. Also, das ist wirklich toll. Toll gemacht. Geil anzuschauen. Definitiv sein Geld wert. Könnt ihr auch in Deutsch kaufen. Eben das seine. Auch die Leute bei Peppermint brauchen Geld einmal. Dann, wow. Da ist überhaupt noch nichts. Weil das Ding habe ich zwar erwähnt
am Anfang in der für die Winterseason, aber ist dann irgendwie von meinem Radar verschwunden. Jetzt habe ich vor kurzem wieder jetzt die erste Episode gesehen. Wow. Okay, das allein zu beschreiben wird jetzt schwer, weil du hast als Mensch der heutigen Generation XY ungelöst und Beleidigung hier einfügen, der vielleicht nur ein paar Jahre Anime auf dem Buckel hat, okay? Gar keine Chance, dich damit zu beschäftigen, bevor du nicht irgendwie die Vorgeschichte kennst, weil sonst macht das Ganze hier keinen Sinn, okay? Bevor du dir jetzt dann den nächsten diesen Anime anschauen kannst und ihn überhaupt einmal wertschätzen kannst, musst du dir zuerst einmal alles andere anschauen, okay? Weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Ich hätte mir, glaube ich, irgendwo... Ich habe hier irgendwo sogar auch die Live-Action-Adaption, die bei uns rauskam. Hätte ich raussuchen sollen, ich wüsste auch nicht genau, wo es ist. Ist entweder hier in meiner Real-Life-Verfilmungs-Ecke oder irgendwo anders. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Yataman. Okay? Ein Geschwisterpaar, das... Yataman ist schon etwas länger auf dem Radar einiger Leute. Nur halt eben nicht wirklich so hier bei uns. Ist ein Klassiker in Japan, hat er schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Okay, das ist so dermaßen. Die Seite ist hier ein bisschen. Okay, hier ist ein bisschen wenig Information. Auf jeden Fall. Geschwisterpaar. Yataman 1, Yataman 2. Er, Junge, sie, Mädchen. Was logisch ist, okay. Bekämpfen eine böse Organisation. Wie war es nochmal schnell? Durundus. Okay, ich vergesse es andauernd. Wie gesagt, ist schon etwas älter. Ist eher auf eine junge, war zuerst auf eine jüngere Gesellschaft zugeschnitten und ähnelt vom Artstyle her ein bisschen so eben diesen Anfang 90er Kinder-Episoden, fast in der Richtung von Flint Hammerhead. Ich wechsle da ab und zu ein paar von den Artstyles sogar ab und zu, weil sie an einen schon wirklich sehr nah rankommen, okay? Aber wenn jemand Flint Hammerhead ungefähr so muss, einen Artstyle vorstellen, nur eben. Im Dark Pink Duck Stil, okay? Bösewichte, die zwar böse sind, aber nicht so böse und dann. Evil Plot, bekämpft des Bösen und so weiter, okay? Also auf einen recht jugendlichen Humor. Das hat sich dann in die Jahre ein bisschen geändert und wurde ein bisschen, sagen wir mal so, erwachsener, aber nicht zu sehr. Dann kam eben auch die Live-Adaption, die zu uns kam. Ebenfalls, wie gesagt, nur die Live-Adaption kam zu uns. Der Anime als solches nie. Fand ich schade. Und. Wenn du die ganze Storyline kennst, die ganzen Heldengeschichten um Yataman zum Beispiel, ist es wirklich, wow, dann das jetzt hier ist Yuro no Yataman, was eine Fortsetzungsgeschichte ist zu den Yataman Storylines, nachdem die Welt untergegangen ist und das große Yataman Königreich entstanden ist. Und in der ersten Episode, ehrlich, wenn du nicht die History kennst von Yataman, okay? All die Storylines um die Heldentaten dieses Geschwisterpaars und so weiter und so weiter und so fort und ihren komischen Gefährten und ihren wahnsinnigen Erfindungen und die ganzen Plots um die ganzen Bösewichte herum. Ehrlich, hat das hier für dich keine Bedeutung wahrscheinlich, was ich schade finde, weil, oh Mann, ich kenne Yataman schon etwas länger und man, ich kenne auch nicht alles, Gott sei Dank, weil ich möchte noch einiges anschauen, auf jeden Fall. Aber auch das hier, wow, weil du hast hier wirklich. Du weißt nicht mehr, ob das, was du damals in Yataman gesehen hast, in dieser Serie noch gilt. Okay? Das ist wirklich fast schon so, was DC ab und zu probiert mit seinen Elsewhere-Stories und diesen Two-World-Geschichten, so quasi, oh, die Guten werden böse, die Bösen werden gut und so weiter. Und genau das hast du hier, aber auf eine so wirklich herzzerreißende, allein schon in der ersten Episode, wo ich sagen muss, okay, du verstehst, warum diese Leute dort sind. Weil du hast wirklich die Nachfahren der Bösewichte dieser Storylines im Exil leben. Wirklich am Arsch der Welt, wirklich abgeschnitten von allem, wirklich auf einer kleinen Insel, ohne wirklich viel Aussicht auf irgendetwas. Jahrzehnte, wahrscheinlich Generationen, wie viele Generationen wird nicht genau gesagt? Wie gesagt, die Welt ist anscheinend untergegangen, was am Anfang wirklich sehr extrem rüberkommt. Und du erfährst es erst so nicht wirklich spät, du kannst es dir schon vorher denken oder so. Aber wenn du eben nicht damit bedenkst, was da zu sehen ist, wow, ehrlich gesagt, schaut es euch an. Aber wie gesagt, wenn ihr euch nicht vorher wenigstens ein bisschen informiert über die Original-Storyline, die davor war,
ehrlich, wird das Ganze ja an euch vorbeigehen und ihr werdet nicht auch wissen, warum nur da irgendwie Mitgefühl haben sollte. Es ähnelt ein bisschen so, wenn ich ein Beispiel nennen dürfte, ein bisschen so World Conquering Swester Plot gegen Ende. Wo du auch merkst, okay, gut, böse, legal, illegal, scheißegal. Aber wie gesagt, du merkst ja quasi, der Grund, warum die Sachen passieren, sind schlüssig für dich selbst. Und du fragst dann auch, okay, was ist das? Ist das noch gut oder ist das schon wieder böse? Und sagen, ja, das haben sie wirklich, wirklich gut rübergebracht. Und ich hoffe, sie halten das Level. Sie halten das Level hoffentlich. Wow. 25 Minuten? Wow. Okay, und dann natürlich als Abschluss, das Sahnestück, auf das wir alle gewartet haben. Und dazu möchte ich auch noch ein bisschen was an Worten verlieren, bevor wir eine halbe Stunde reichen. Meine Güte. Der heutige Tag war sehr staubig. Kankai Collection. Auch bekannt als Kankoli. Okay, als Abkürzung. Wow. Ich habe mir schon gedacht, dass sie in diese Richtung gehen, aber sie machen es vernünftig. Ja, ich hatte jetzt dann auch auf der FuyoCon einige Diskussionen darüber, weil die auffallenden Vergleiche zu Strike Witches da sind. In mehreren Lagen. Aber ich finde natürlich, sie haben sie noch etwas einfacher, weil sie ist, mein persönlicher Idealverwirrung, dass sie das irgendwie so in diese, okay, die Mädchen haben ungefähr die Originalgröße der Schiffe und das Ganze ist mehr oder weniger so etwas in der obskuren Richtung. Hier haben sie es auch wirklich sehr simpel gehalten in diesem typischen Schulalltag und der mehr oder weniger Zuschauerproxy, also der Link des Zuschauers zur Serie, der hier ja in Form von Fubuki, einer dem neuen Mädchen in dieser Schule, fungiert, ist einfach gehalten, simpel gehalten und es ist nicht so auf das, oh, sie ist das ultimative Wunderkind, das aus irgendeinem Grund Wunder vollbringen kann auf dem Kriegsschlachtfeld. So, nein. Eigentlich sogar das genaue Gegenteil. Was ich super finde, sie richten sich eher in diese Richtung, das Senpai Notice Me. Darüber haben sich auch schon einige Leute ein paar Memes ausgedacht, okay? Es ist wirklich so, sie kommt in diese neue Community rein, in diese neue Forstschule, es ist wie Schule aufgezogen, in dem sie halt eben aber auch noch kämpfen müssen. Und es ist mehr so in die Richtung fast ein bisschen mehr Magical Girl Schullife. Damit habe ich aber kein Problem. Was einige angesprochen haben, was soll man aus dem Fanservice machen werden? Ich würde sagen, sie werden sich da wahrscheinlich noch etwas gezügelt halten, vor allem. Es gibt hier und da ein paar kleine Fanservice-Einlagen und ein paar Panty-Shots, aber noch ein paar von der klassischen Variante, so quasi, okay, jemand fällt im Hintergrund um und, oh, Panty-Shot, ganz im Hintergrund, oder ganz dezent irgendwas, dezent gehalten. Aber du hast ja natürlich so Figuren wie Shimakaze zum Beispiel, wo natürlich, okay, wo fängt da der Charakter an und hört der Fanservice auf, okay? Also du hast definitiv sicher mehr einen Fanservice zu erwarten in der Serie, im Verlauf zumindest. Und es ist relativ bodenständig gehalten für die Idee, dass Mädchen Schiffe repräsentieren, weil sie repräsentieren sie hier nicht sozusagen, okay, sie sind wirklich, sondern sie sind, das sind Mädchen, die geboren werden mit den Seelen der Schiffe der damaligen Zeit. Okay, also es ist eher so in diesem Magical Girl Bereich. Mit leichten technischen Anspielungen, daher auch dieser Vergleich zu Strike Witches und so weiter, aber halt eben ein bisschen geradliniger gehalten. Vernünftig gemacht, schön animiert, trotz der sehr vielen CGI-Einlagen, die drinnen sind, ja. Und die Memes, die jetzt noch kommen werden, oh, das wird noch lustig. Ansonsten einfach gehalten, wirklich, wie gesagt, Animationen, wie gesagt, halten sie sich ja meistens die ersten ein, zwei Episoden, meistens auch nur die erste Episode, der maximale Animationsaufwand, den sie haben wollen. Und dann tonen sie es ein bisschen runter im Laufe der Serie oder gleich kurz danach. Da das hier aber eher eine von diesen wirklich schon lang erwarteten Serien ist, wo sie sich wirklich Mühe geben sollten eigentlich und wahrscheinlich auch werden, kann man davon ausgehen, dass die Animation nicht unbedingt stark verschlechtert oder heruntergedreht wird. Und ansonsten, ja, man kann auch nicht sehr viel über die Storyline sagen. Es ist eben, wie gesagt, mehr in die Richtung des Schulalltags und Ausbildung gedacht. Und dieses Coming-of-Age-Ding wieder mal. Finde ich okay, wenn es nicht zu sehr noch am Anfang in die dramatische Richtung geht.
erster Kampf, also, finde ich, haben sie gut rübergebracht, weil vor allem du siehst eben, wie quasi die Hauptcharaktere mehr oder weniger nicht so im Mittelpunkt stehen. Okay, man, wo man hier in dem Fall nicht unbedingt von Hauptcharakteren reden kann, weil ja alle mehr oder weniger alle Mädchen irgendwie im Hauptteil sind, weil dort jeder seine Favorites dabei, also, ne. Also sie versuchen alles, jeder Figur wahrscheinlich einigermaßen gleich viel Screentime zu geben, dass jeder so mehr oder weniger seine persönliche Liebling irgendwann mal zu Gesicht bekommt. Einige werden jetzt auch noch ein bisschen so angeteasert in der ersten Episode, ja und nein, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, yeah, die ersten fünf, okay, wie gesagt, Yurikuma Arisch. Arashi, so. Jetzt schon eine ganz andere Sache, wie gesagt. Ist, wie gesagt, einer von den Sachen, wo ich nicht unbedingt sagen kann, was ich hier erwarten könnte, weil, wie gesagt, wenn das kein Griff ins Klo wird, ich hoffe nicht. Also, strange auf jeden Fall. Erwartet hier auf jeden Fall nicht irgendetwas, was umgangsfreundlich ist. Vor allem diese komischen nicht konformen Einspielungen, die nicht ins Regelwerk der normalen Animation passen. Und es sieht nicht so aus, als wenn das irgendwie beabsichtigt komplex gehalten wäre, sondern eher so, wir kleben irgendwie so quasi, klebt die Löcher mit irgendwas zu. Also ich habe da meine Zweifel dran. Dann im Rolling Girls ist bunt, Kämpfe knallig, mit interessanten Charakteren, viel Cosplay-Material drinnen. Dann eben Virgin Witch Maria ist wirklich, also Maria, der Virgin Witch schon, zum Beispiel etwas düsterer gehalten wahrscheinlich, hat aber auch ziemlich viel Potenzial, ein recht guter Klassiker zu werden. Wie gesagt, leider eben auch keine Veröffentlichung für uns. Assassination Karasum ist sowieso momentan wahrscheinlich eins von den am meisten Beäugten hier, vor allem im deutschsprachigen Raum. Wie gesagt, Yuro no Yataman, wenn du nicht weißt, was Yataman ist, hast du mit der Serie nicht so viel Freude. Wenn du Yataman kennst, wenn du die Serie kennst, vielleicht gibt es noch ein paar Leute draußen. Oh Mann, das Ding wird dir wirklich einen Schwinger in die Magengrube, weil es wirklich so an dem Mythos 180 Grad dreht und dann mal richtig hart zudrückt. Wow, und ich bin echt gespannt, wo sie damit hinwollen. Wirklich, da bin ich echt gespannt. Wie gesagt, es ist etwas unterm Radar gewesen. Und wie gesagt, Kantai Collection wird eines von diesen Highlights werden von der Winter Season wieder mal, die wahrscheinlich zu diversen Cosplays führt. Eigentlich hätte führen sollen schon länger, da das Ganze ja schon länger läuft und längere Vorbereitung ist schon seit mehreren Jahren. Aber werden wir sehen. Wenn wir die ersten fünf für diese Season. Da sind noch ein paar kleine Sahnestücke drinnen, glaube ich. Aber da komme ich den nächsten Tag dazu. Ich glaube, jetzt die nächsten bis Mitte der Woche werde ich mich ein bisschen mehr in die Arbeit stürzen. Ja, es ist viel liegen geblieben. Ach, auf jeden Fall noch eine restliche Woche bis zum nächsten Video und bin mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Es ist Winter, Season, Jahr. Spring wird auch interessant, habe ich gehört. Ja, wir werden sehen. Ich brauche einen Kaffeewärmer oder sowas.